infizierten Infected ist wieder back am Start mit einem neuen Video. Und zwar gibt es heute mal einen kleinen Talk über COD Mobile, was man jetzt endlich mal bessern könnte, damit das Spiel endlich mal ein wenig vernünftig wird. Ja, meine Freunde, wie versprochen, geht es jetzt weiter mit den Videos richtig aktiv. Ich habe ein paar Ideen mir aufgeschrieben. Natürlich war ich auch nicht faul in dieser Zeit, wo ich eben nichts gebracht habe, sondern wie eben gesagt, ein paar Ideen sind gekommen, alles aufgeschrieben. Hier so ein bisschen, ja, so eine Art kleines Skript erstellt, sage ich mal, wie ich an diese Videos rangehen möchte und was ich jetzt bringen möchte. Also, wie gesagt, freut euch. Jetzt kommen wieder richtig aktiv Videos. Ja, erstmal ein Gameplay im Hintergrund ist natürlich COD Mobile von mir selber. Spielt meine Freundin der Beat wie immer. Muah. Richtig, richtig nice. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los mit unserem Thema, das wir heute haben. Ja, und zwar geht es darum, wie kann sich COD Mobile jetzt noch bessern, damit es eben nicht so ein Bullshit wird, damit dieses Spiel ein bisschen vernünftiger, ein bisschen besser wird, weil in den letzten 2-3 Videos habe ich mich ja immer wieder darüber beschwert, dass dieses Spiel einen verdammt schlechten Weg derzeit geht, was die Updates angeht und dass immer nur dasselbe kommt. Und ich dachte mir mal, ey, hau ich mal einen Gegensatz dazu raus und zwar ein paar Tipps oder einfach mal Vorschläge, je nachdem wie man das sehen möchte, wie COD Mobile sich eben bessern kann. Übrigens, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, rein in die Kommentare damit, lese ich mir immer wieder gerne durch, vor allem, ich kann ja nicht immer alle Vorschläge aufsagen, die es so an sich gibt. Das Video würde wahrscheinlich eine Stunde lang gehen oder so, muss auch nicht sein, deswegen ergänzt mich ruhig, wenn ihr irgendwas Nettes habt und dann würde ich sagen, let's fucking go. Punkt Nummer 1, wie ich finde, was man unbedingt machen muss, ist, man muss anfangen, das nächste Update einfach mal richtig auszusetzen, beziehungsweise die nächste Season auszusetzen. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den man treffen kann, einfach nur damit eben die Kapazitäten da sind, damit die Leute da sind, die daran arbeiten können und damit COD Mobile sich somit hoffentlich in einen richtig guten Weg oder in eine richtig gute Richtung bewegt. Ja, einfach mal wirklich eine Season lang mit Content, mit Battle Pass aussetzen, damit man sich wirklich an dieses Spiel setzt und viele, viele Dinge fixt, die eben noch broken sind. Ich kann jetzt nicht von den Touch-Spielern sprechen, weil ich eher mit dem Controller zocke. Ihr kennt das ja, Livestreams oder irgendwelche Videos, sonst was. Eher mit dem Controller unterwegs, wie gesagt, das will ich noch ändern und mehr Touch bringen, genauso wie Ranked einfach mal ein bisschen zocken. Kommt alles noch, entspannt euch, ist alles in der Planung, alles gerade am Anlaufen, deswegen, ja. Einige Dinge sind zu fixen. Ich spiele ja, wie ihr wisst, mit einem Xbox One Elite Series 2 Controller und da sind viele Tasten bzw. einige Funktionen, die es mit dem normalen Xbox One Controller gibt, nicht funktionsfähig. Wenn ich die Map aufrufen möchte, funktioniert das nicht. Viele Dinge funktionieren einfach nicht. Auch das mit den Killstreaks ist so ein bisschen schwammig. Das mit der Map an sich ein bisschen schwammig, wenn man die offen hat. Marker setzen, Marker löschen und so weiter. Alles funktioniert nicht so, wie es soll. Warum? Weil COD Mobile sich nicht ransetzt und kein Fick auf die Controller-Spieler und PC-Spieler gibt. Ganz ehrlich, verstehe ich auch. Wahrscheinlich, weil der Großteil eben auf Touch zockt. Und nicht mit dem Controller, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie 5% gefühlt sind, da juckt es natürlich nicht. Klar, trotzdem ist die Community da, die möchte was haben. Übrigens an die Leute, die immer rumheulen, Infected, du machst mir die Lobbys kaputt, weil du immer mit dem Controller zockst. Nein, das stimmt einfach nicht. Seit Release oder seit dem Controller-Support existiert, ist es so, dass ich als Controller-Spieler getrennte Lobbys kriege. Ich komme nicht mal in eure Lobbys rein. Einige Leute da draußen verstehen das immer noch nicht und denken, das wäre ein Front an mich. Dabei sind die einfach nur zu blöd, einfach mal die Fakten zu checken und mal, ja, herauszufinden, was eben Sache ist. Es funktioniert nicht. Ich komme sogar mit PC-Spielern in eine Lobby, also glaubt nicht, dass ich euch irgendwelche Lobbys versaue. Ihr seid einfach nur scheiße. Nimmt es hin. Ich sehe auch ein, dass ich nicht der Beste mit dem Controller. Da gibt es viel, viel bessere Spieler. Genauso wie es ist, wenn ich in eben PC-Lobbys komme, dass mich PC-Spieler sowas von zerpflücken, einfach weil sie den Vorteil haben, wegen der Maus. Es ist viel präziser, als man mit einem Controller hier sein könnte. Und ja, ob es nun schneller ist oder nicht, kann man drüber diskutieren. Ich denke mal, ein richtiger Controller-Spieler, der so ein bisschen lange dabei ist, der wird auch schon PC-Spieler auseinandernehmen können. Aber PC wird immer besser sein, von der Präzision her und so weiter, als ein Controller-Spieler. Deswegen denke ich, ey, setzt doch mal dieses Update aus und fixt einfach mal alle Bugs, die es gibt. Es gibt wahrscheinlich immer noch diesen Ping-Bug oder je nachdem, wie man das nennen mag, oder auch mit der Killcam, dass man da irgendwie nichts richtig angezeigt bekommt oder genauso wie, wenn Gegner einen durch die Wand töten, dass genau so eine Scheiße passiert.
sollte man fixen. Wirklich einmal diese 30 Tage aussetzen und den Kram fixen. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Es geht immer noch um den Battle Pass. Und zwar ist das alles so ein bisschen, ja, zu schnell. Die Ideen sind immer ein bisschen mehr ausgelutscht als auf den Konsolen-CODs. Auf der Konsole hat man ungefähr in einem Jahr Laufzeit 6 Battle Pässe, die man durchschwitzen kann. Und diese dauern eben ein bisschen länger als die Battle Pässe in Mobile. Mobile dauern so um die 30, 35 Tage im Schnitt, also sagen wir mal einen Monat ungefähr. Und auf der Konsole geht ein Battle Pass, eine Season, ungefähr 2 Monate. Und da seht ihr den Unterschied. Zwischendurch kommen immer mal wieder Patches, wenn irgendwas sehr Wichtiges da ist und etwas gefixt werden muss, finde ich sehr gut auf der Konsole. Mobile passiert sowas wie... Ja, es passiert eigentlich nie. Wann hatten wir das mal? Bestimmt arschlange her. Klar, ein oder zweimal hatten wir das auch, aber wir sind jetzt schon in der 10. Season, 11. Season kommt. Was für 11. Season kommt? 12. Season kommt. Also wir sind schon verdammt weit und das nach einem Reboot der Seasons. Also wir sind schon doppelt so weit. Es ist einfach nur krass, was da derzeit abgeht. Warum macht man das dann nicht wie auf den Konsolen, dass die Seasons eben lange gehen und man verdammt viel Zeit hat, einfach mal wichtige Dinge zu fixen und vielleicht auch die Pässe einfach mal dementsprechend ein bisschen besser machen. Kommen wir dann zum nächsten Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde, und zwar das Prestige-System. Wir haben jetzt ein Prestige-System für Waffen, das absolut useless ist, weil man damit nichts anfangen kann, außer irgendwelche Rahmen und irgendwelche Visitenkarten anzulocken. Schön, bringt mir nicht wirklich viel, ist halt wieder so ein Ding, das man sammeln kann. Schön und gut, aber es, wie gesagt, bringt halt sehr wenig. Jedes COD auf der Konsole hat ein Prestige-System. Warum nicht COD Mobile? Ich verstehe das System dahinter nicht. Ich bin jetzt schon seit Ewigkeiten, ungefähr ein halbes Jahr nach Release oder so, sogar ein bisschen kürzer, auf Level 150 und es passiert einfach gar nichts. Man kann sich nicht mehr leveln. Ich finde das todeslangweilig, denn das macht es doch aus in einem COD. Waffen leveln, sich selber leveln, Operator leveln, wie es jetzt in Vanguard ist, finde ich ultra geil. Alles kombiniert macht so viel Spaß. Der Battle Pass, den man pusht. Aber diese ganzen Aspekte fehlen einfach in COD Mobile. Klar, ich kann meinen Battle Pass pushen, ich kann mein Level bis 150 pushen, ich kann meine Waffen maxen, aber dann ist Schluss. Eine Waffe kann man richtig gut an einem Tag ausmaxen, finde ich auch ein bisschen scheiße. In Vanguard jetzt zum Beispiel dauert es schon ganz schön lange, bis man eine Waffe auf Level 70 bekommt. Derzeit ist Double EP richtig am scheppern, deswegen geht das auch relativ schnell, sage ich mal. Aber ab Stufe 40, 50 merkt man, ey, mit einer Runde kriegt man nicht mehr 4 Level hinterhergeschmissen, sondern muss schon wirklich 2, wenn nicht sogar 3 Ründchen zocken, damit die Waffe eben eine Stufe steigt. Je nachdem, wie gut man ist, wie gut man die Gegner fetzt und... Ja. Ja, das sind so die Punkte, die ich jetzt so ein bisschen habe. Den Battle Pass einfach mal eine Runde auslassen, vielleicht ein paar geile Fixes bringen, den Battle Pass einfach mal verlängern, damit gute Sachen kommen und das Prestige-System einführen mit das Wichtigste, was es gibt. Wie gesagt, wenn ihr noch Ideen habt, alles gerne runter in die Kommentare. Würde mich mal mega interessieren, weil, wie gesagt, ich decke natürlich nicht alle Punkte ab. Ihr habt sicherlich noch ein paar Punkte, die man hier ergänzen kann. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da, abonniert diesen Dreckskanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt viel Spaß und merkt euch eins, für Inkompetenz haben wir keine Zeit.